Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine ganz, ganz leckere Hähnchen-Bratwurst macht. Brauchen wir Hähnchenkeule und die habe ich mal ein bisschen eingelegt. Das ist wieder ein anderes Video. Deswegen kommt da jetzt auch kein Salz mehr dran. Die waren ein paar Tage eingelegt. Gut, wir können das natürlich anders machen. Wir können dann 18 bis 22 Gramm Salz dran machen. Schön ausbeine. Paar Sehne dürfen dann schon auch noch drin sein. Das ist gut für die Festigkeit von der Wurst. Ich hole jetzt allerdings nur die feine Sache raus. Bisschen Fett darf natürlich mit dran sein. Hier habe ich noch ein Stück Pudifilet habe ich noch übrig. Das schneide ich dann noch mit dazu. Da kriegen wir noch ein bisschen Masse. Also Leute, ist total mager auch. Ich habe jetzt hier noch ein Schweineschnitzel. Das habe ich noch übrig gehabt, deswegen mache ich es dazu. Geht aber hin und nimmt 500 Gramm Schweineschulter. Das eignet sich dann noch viel besser dafür. Also 500 Gramm Schweineschulter noch mit reinmache. Dazu nehme ich noch eine Metzgerzwiebel, aber nur die Hälfte. Kommen ja auch mit durch den Fleischwolf noch durch. So, was man jetzt noch dran mache, ist eine Zehe Knoblauch. Ich würde sagen, so eine halbe, das reicht dicke. So, die Dumme auch etwas würfeln. So, ich habe mal so eine kleine Gewürzmischung geholt. Da ist alles Mögliche drin. Das ist ohne Zusatz von Aromastoffe, ohne Konservierungsstoffe. Das sind alle Kräuter drin, das ist so Mischgewürz. Da mache ich dann mal so ein Teelöffelchen dran. Müsst aber auch nicht. Könnt ihr würzen nach eurer Wahl. So, ich habe noch ein bisschen frischer Ingwer. Das mache ich auch dran. Wird alles klein geschnitten. Das reicht so ein bisschen. Lieber ein bisschen weniger wie zu viel. Ich benutze jetzt noch ein bisschen Kümmel, weil ich es halt gern mag. Nach Gusto. Ich mache nicht so viel dran. Was ich dann auch noch reinmache, das ist ein bisschen Majoran. Da mache ich aber auch nur so eine Prise dran. Könnt ihr auch beim Würzkönig bestellen. Bei eBay kaufe ich das. Der hat gute Sache. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Paprika-Gewürz. Da mache ich auch nur eine Prise dran, weil das ist so scharf. Das hat mir mal der Ronny aus Thailand geschickt. Das ist klasse, das Zeug. Dann mache ich noch 1 Gramm Paprika dran. Edelsüße. Das reicht 0,5 bis 1 Gramm. So, dann mache ich noch einen Teelöffel Maisstärke dran. Das ist ganz gut für die So, ich habe da Bindung. jetzt noch ein bisschen Kutterhilfsmittel. Das verwende ich für zum Kuttern. Das ist dann immer noch besser. Das hält das Wasser besser zusammen, weil da kommt ja noch Wasser rein. Da kommen normalerweise 0,4 Gramm dran. Aber so viel werde ich gar nicht dran machen. Ich habe jetzt 0,2. Das reicht. Ihr könnt Maisena dran machen, Kartoffelmehl oder Maisstärke. Das geht alles. Was ich jetzt noch benutze, das ist jetzt frisches Quellwasser. Das habe ich von der Quelle bei uns geholt. Habe das ein bisschen versetzt mit Kohlensäure. Das ist auch gut für die Bindung. Ich habe das ausprobiert. Nicht viel mehr nehmen. Das Ganze stellen wir jetzt in unseren Frierschrank. Das soll gut kalt sein. Wir bauen jetzt unsere Küchenmaschine auf zum Kuttern. Jetzt nehme ich aus dem Kühlschrank unser Fleisch raus und gebe das hier rein. Ganz, ganz wichtig, ich teste mal, ob das funktioniert. Also das Fleisch hat genau 2,8 Grad. Ich stelle jetzt hier mal
auf volle Pulle ein. Ich lasse das jetzt mal laufen und gebe dann noch mein Wasser hinzu. Wie das aussieht, messen noch mal die Temperatur. Das hat jetzt 4,1 Grad. Also einfach ein bisschen abstreife. Da kommt immer noch ein bisschen Wasser raus. Lassen sich ganz gut verarbeiten. Ich mache da mal einen Knoten rein. Warte, anfangen. So. Es gibt jetzt so kleine Bratwürstchen, größer wie so mache ich sie nicht. Einmal rechts rumdrehen. So, jetzt geht es weiter mit der nächsten. So, das ist dann schon die nächste. Dann links rum. So, so, die drehen wir dann wieder rechts rum. So. Hier haben wir noch eine schöne Bulette. So, ich gehe jetzt hin und tue die meine Bratwürste schön mit kaltem Wasser nochmal abspüle. Ja. Habe ich jetzt allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Zwischendurch habe ich noch so eine Art Salami gemacht und die ist jetzt auch mit Hähnchenfleisch. Ja. Und Schweinenacke, also Hähnchenfleisch, Hähnchenbeinchen habe ich entbeint und habe das Fleisch genommen. Ich habe auch ein bisschen Filet noch genommen. Moin, das sind meine Hähnchenknacker, ich nenne sie mal so. Mit Hähnchenschenkel habe ich ausgebeint und Schweinenacke habe ich das mal gemacht. Und so sehen sie aus, so ein bisschen lang gerade. Ja. Und sind jetzt noch nicht geräuchert, ich werde es heute Abend vielleicht noch mal in Räucherofen hänge. Könnte man jetzt auch schon essen. So wie sie jetzt schon aussehen, sind schon schön fest geworden. Die werden richtig rot und schön und das gefällt mir. Die sind auch ein bisschen fett, ich habe da Schweinebauch auch drin. Das wollte ich euch mal zeigen. Okay, dann, ne? Ich sag da mal ciao, bis zum Bratwurst am Braten. So, ich freue mich wie verrückt. Jetzt braten wir auch mal gleich ein paar oder eine zum Probieren. Sollte zwar noch ein bisschen durchziehen, aber wir können es wieder nicht abwarten. Ein bisschen Öl in die Pfanne gebe und die braten wir jetzt mal ganz langsam hoch. Hier habe ich ja noch meine Frikadelle. Da gehe ich einfach nur hin und mache noch ein bisschen Mehl dran. Gib es mit rein. Tue es ein bisschen Mehl wenden. Unsere Bulette, also es war ja unser Restbrät. Seht ihr, wie geil das so aussieht. So, wie gesagt, das ist unser Restbrät. Einfach ein bisschen anbraten. Mmh, wie lecker, wie lecker. Original brasilianische Bratwurst. Habe auch ein bisschen Brasilgewürz drin gemacht. Das habe ich mir mitgebracht. Es gibt auch die geilste Buletten, die geilste Bratwurst. So, das war jetzt eine brasilianische Bratwurst im Rinderkranz da mit Schweinenacke und Hähnchenfleisch, so machen die das dort. Ich habe das dann jetzt mitgebracht aus Brasilien von meiner Familie und ich wollte das dann unbedingt mal nachmachen. Schmeckt allerdings hammerlecker, habe ich nicht gedacht, mit dem Hähnchen, aber ist super, wirklich. Okay Leute, ich sag dann mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich Knacker geben, so wie es aussieht. Und seid mal gespannt drauf, das wird ganz klasse. Super weich. So, da schneiden wir das mal an. Gucken wir mal, wie es aussieht.
super saftig. Also echt hammer lecker, Leute. Macht's nach. Ich sag dann mal wieder ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Tschüss. Und ein Bierchen dazu. Perfekt.